Der Wettkampftag ist angebrochen und in diesem Sinne ein good fucking morning. Wir haben jetzt gerade unsere Sachen zusammengepackt, den ganzen Proviant somit mit dabei. Wir haben hier Chicken mit Rice, hier haben wir 95 Gramm Isoclear, damit ich auch hier mit den Proteins für ein zweites Mal versorgt bin. Die eine Hälfte geht aber jetzt gleich rein. Dann haben wir hier noch ein Gönnerchi und mein Frühstück ist auch gerade noch in the making. Es gibt hier nämlich Schinken Käsetoast. Die werden aber to go gemacht, denn wir müssen in 5 Minuten los. So, wir sind mittlerweile hier an der Kongresshalle in München angekommen. Ben liegt schon backstage, macht sich gerade ready bzw. entspannt noch eine Runde. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie das Bühnenlicht so bzw. das Bühnenbild so aussieht. Und dann checken wir auch noch kurz zum Ben. So sieht der Spaß hier aus. Wir haben da oben einmal eine Galerie. Dann hier das Publikum und hier dann im Endeffekt noch die Bühne mit den Logos drauf. Bin auf jeden Fall gespannt. Vom Licht her wirkt es auf jeden Fall gar nicht mal so hell, aber ich denke, wir sind farbtechnisch trotzdem gut unterwegs. Da ist er ja auch schon, der Ben. Na? Wie geht's uns, Ben? Sind wir ready? Ja, super. Jetzt sind wir so cool da. Bevor es dann losgeht, wird ein Pump-Up, aber so, Stimmung ist gut, Form ist perfekt. Ja, also, sehr schön. Wirklich eine geile Show. Born ready, da ist mir rein. Oh yeah. Sehr gut. Sehr schön. Schauen Sie mal los. Ich bin direkt ins Schlaufen. Kommst du immer raus, oder? Okay? Ach, das haben wir nicht gewusst. Okay. Sehr geil, Ben. Pump auf. Pump auf die Scheiße. Oh yeah. Bruder, was braucht ihr aufzupumpen? Schau mal. Mehr ist mehr. So Freunde, es ist soweit. Der Ben steht in 2 bis 3 Minuten auf der Bühne. Bin richtig hyped, ist der erste Athlet, den ich hier in der Men's Physik auf die Bühne stelle. Aber es wird richtig, richtig geil und ich nehme euch natürlich mit. Sehr schön, Ben. Geil. Sehr geil. Perfekt. Face 4. Er muss nur schon, dass er flex bleibt. Aber wenn er hinten steht. Okay, danke schön. Das ist natürlich auf der Seite wieder. Danke. Der nächste bitte. Abs flexen. Ja, sehr gut. Your side. Hallo, bitte mal. Dann rüber. Luft raus! Ja! Stay front. Okay. Turn to the back, please. Ja, doch. Und aufmachen! Yes, Connor, sehr schön. Sehr schön, Ben! Sehr geil! Phase 4. One hand and another one. Switch place, please. Thank you, guys. You can stay in the back line. Der Klasse True Novice, Startnummer 100, Mario Biswald, Startnummer 101, Benjamin Hacker, Startnummer 102, Mohamed Yazzi und die Startnummer 105, Leonardo Scala. Benny, oh yeah! Okay, guys.
Turn to the back. Starkes Ding, Mann, geil. Ben! Spaß gemacht und ja, die Erfahrung, die nimmt mir auf jeden Fall keiner mehr. Und vor allem, das ist eine Erfahrung fürs Leben so, also das Zauber durchzogen, das wäre mit Sicherheit auch ein anderer Lebensgedanken. Ich habe immer Probleme gehabt, vor Leuten zu stehen, immer schon, mein ganzes Leben. Aber jetzt vor einer Halle mit 1000 Leuten circa alleine einen Auftritt zu haben, das ist schon, ja, stärkt das Ego und das prägt den Charakter. So, Freunde, die Frühjahrssaison wäre damit geschafft. Bin auf jeden Fall happy mit der Platzierung. Der Ben hat in der True Novice Klasse in der Men's Physik den ersten Platz geholt, sprich die Klasse für sich entschieden. Und in der regulären Men's Physik Klasse, Open B hieß das Ganze, hat er den vierten Platz gemacht, sprich eine Finalplatzierung geholt, was durchaus auch soweit gerechtfertigt war. Die anderen waren einfach ein bisschen härter, waren ebenfalls sehr gute Athleten, schön ausladende Physik, schöner V-Taper. Und in diesem Sinne war es das soweit, was den Wettkampf angeht. Wir werden uns das Ganze natürlich später noch anschauen, aber jetzt dann gibt es erstmal was zu futtern. Die Mädels warten auch schon sehnsüchtig auf was zu essen. We now present you one of the best bodybuilders in the world, Samson Dauda!
Freunde, der Wettkampf ist durch. War auf jeden Fall ein geisteskrank geiler Tag, aber auch wieder ultra anstrengender Tag. Und ja, ich hoffe, euch hat die letzte Show auch noch gefallen. Hab mit dem Handy noch ein paar Ausschnitte von dem Gastauftritt von Samson Dowler noch aufgezeichnet. Mit der Kamera durfte man den leider nicht filmen, aber ja, in diesem Sinne sage ich euch, wie es ist. Ich habe heute definitiv viel zu wenig Kalorien drin. Ich habe mir zwar eine dicke Pizza bei der L'Osteria reingepfiffen. Auch proteintechnisch ein bisschen mau unterwegs. Tatsächlich nur zwei bzw. ja, drei Feedings drin bisher. Jetzt kommt auf jeden Fall noch mein letztes Protein-Feeding und mein letztes Meal eben ins System. Und zwar gibt es hier jetzt etwas Schoko-Rice mit 55 Gramm Whey Isoclear im Geschmack Wildberry. Wird sich noch reingefahren, vielleicht gibt es auch noch einen Protein-Pudding on top, weil ich brauche unbedingt noch Eiweiß. Und mit dieser Sequenz verabschiede ich mich auch für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Abonniert den Channel für weitere Videos und Peace out. Bis zum nächsten Mal.